Ich kann auch nicht gehen. Ja, jetzt sind wir bei der zweiten Teststraße angelangt. Das ist die kleinste, glaube ich sogar, am Mozartplatz. Und naja, gibt sicher auch wieder viele Menschen, die es für ihre Freiheit, für ihre scheinheilige Freiheit sich testen lassen. Und schauen wir mal, was uns da heute so alles Spannendes über den Weg läuft und was sie so ergibt. Der Roman filmt schon wieder das Drama. Wie sich der Elvis in die Wurst pellt. Genau. Wie ich? Nein, ich schaff das. Ich schaff das. Also mit jedem Mal mehr schaffe ich das besser, da irgendwie reinzukommen. Übung macht den Meister, gell? Ja, ein. Na, danke. Yes. Da war dann irgendwo noch mal ein Ärmel, ich weiß es genau. Hey, drinnen wärst du eigentlich. Es hat halt nur nicht die Spannweiten. So. Harter Kampf, aber doch. So, wir sind jetzt quasi fast wieder ordnungsgemäß adjustiert. Wir machen einen Reißverschluss zu, damit wir kein Penisbüdel machen, sonst kommt gleich irgendein FPÖler ganz geil daher. So, dann brauchen wir natürlich Danksagungsmaterial. Dann nehmen wir jetzt einfach einmal einen kleinen Backen, weil so viele Leute stehen ja hier nicht an. Es wird sich über kurz oder lang da schon schnell ereignen. Übrigen. Schauen wir gleich. Nachdem du hier noch damit beschäftigt bist, so sind sie. Ich wollte gerade sagen, ich habe dann zwei Bitten, nachdem du ein fototaugliches Handy hast. Ja. Wir brauchen für den Herrn von Mundus ein, zwei Schnappschüsse von dieser Aktion, weil der macht einen Bericht drüber. Ja. Das heißt, du machst einfach ein, zwei Schnappschüsse in Action. Passt, ja. Und es läuft dann darauf hinaus, dass ich die dann ins Netz stelle. Passt. Moment, warte, ganz kurz. Ich schmeiß mir das Teil. Ja, kann ich auf den Weg wegschmeißen. Der Glascontainer haben Sie ja dran. Nein, ist einmal leer. Also aktuell hätte ich einfach mal gesagt, ist es warm und wenig los. Was mich dahingehend ja persönlich freut, dass ich sage, wenn weniger los ist, heißt das gleich mal, dass der Andrang der Menschen, sich testen zu lassen, nicht so groß ist. Und das finde ich ja grundsätzlich positiv, weil wie gesagt, ich glaube ja, dass diese 3G nicht die neue Freiheit sein dürfen. Aber wie gesagt, man wird sehen, wer sich noch allein findet. Im Moment stehe ich mal glücklicherweise in Weiß und ich bin schwarz, bin ich sehr dankbar, ein bisschen und stehe mir die Füße in den Bauch. Aber man wird sehen, was noch passiert. Sehr schön ist auf alle Fälle, dass auf dieser Seite bereits ein Kurz muss weg und auch ein abgelöstes Kurz muss weg Pickerl klebt. Also scheinbar gibt es da doch ein, zwei Herrschaften, die vielleicht gar nicht so toll finden, dass es auch hier ein Testzentrum gibt. Ja, unabhängig von uns haben sich auch andere da ausgetobt. Ja, wie gesagt, also man merkt halt doch, wir sind nicht die Einzigen, die da Widerstand leisten. Und das freut mich. Ich mach spannend. Jetzt gehen wir mal da her. Ja. Thank you.
Vielen Dank für Ihren Einsatz. Danke schön. Hallo, grüße. Hallo. Du mit Vormeldung, oder? Einzig, Herr. Ich habe immer noch ein langes Können Sie bei Ihnen. Sie sind zum Testen da, dann darf ich Ihnen auch gleich eine Danksagung überreichen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Das geht wieder zurück. Wisst ihr eigentlich, dass ihr stimmt euch auch miteinander da drinnen? Wie sind die, dass du da stehst? Sag ich nicht. Okay. Hallo, Sie gehen testen. Bitte? Sie gehen testen. Wir gehen testen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Danke. Danke, dass Sie bei unserer Teststraße stehen. Super. Gerne, bitte cool. Geht's dir jetzt? Ja. Das ist ja das stimmt, erstens, ja, natürlich, ich hoffe, ich kann das schriftlich geben. Erstens, darf ich was sagen? Ja, sagen. Erstens stimmt es nicht. Zweitens bin ich hier einfach als Bürger. Es geht darum, quasi, Sie wissen, es gibt eine kleine, aber doch aktive Protestgesellschaft, die das, was gerade passiert, für rational nicht evident, für überzogen und zum Teil auch sehr harbügend findet. Und wir gehören dem teilweise an. Und wenn es um Ihren Datenschutz geht, ich weise darauf hin, da drüben ist ebenfalls eine Kamera montiert. Wenn Sie diesen Platz frequentieren, werden Sie gefilmt. Ja. Die löschen das nach einer gewissen Zeit und wir verpixeln. Ja. Und es wird auf einer Facebook-Seite wahrscheinlich in irgendeiner Form passieren. Und da gibt es jetzt mehrere. Ja.
was die Querdenker-Facebook-Seiten oder von wem, von welchen? So viel gibt es nicht. Und wenn Sie da reinschauen, werden Sie es garantiert finden. In Salzburg gibt es drei und Sie sind jetzt ganz herzlich eingeladen, sich da zu tummeln. Und Sie werden sehen, wir werden über die Menschen, die sich testen lassen, Sie haben ja auch den Text vielleicht zur Gänze gelesen, in keinerlei Form ein negatives schlecht reden oder so. Wort, weil wir wissen, dass viele auch vom Berufswegen genötigt sind, das zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach nicht, dass eine Demo in Wien oder ein Spazierengehen allein der Aufklärung derer dient, die da nicht ohnehin schon mitgehen. Und deswegen steht man hier und klärt mitunter in freundlicher Form auf. Wie gesagt, wenn jemand rauskommt und sagt, es stört ihn explizit, dann respektiere ich das. Dann gehen wir woanders hin. Das ist bis dato nicht passiert. Das ist, wie gesagt, der öffentliche Raum. Und wenn Sie, wie gesagt, wegen Ihrer Privatsphäre Angst haben, kann ich Ihnen versichern, das müssen Sie nicht. Weil wenn Sie durch die Stadt gehen und ein Tourist macht ein Handyvideo, sind Sie damit unter auch drauf. Der Vergleich macht nicht sicher. Nur weil der Tourist fängt, heißt das nicht, dass ihr das nicht veröffentlicht. Verstehst du? Der Tourist veröffentlicht das Foto auf Facebook, während er die Mozartstatue filmt und den Hintergrund sieht er reinmarschieren. Ja, nur es ist kein zulässiger Vergleich, das möchte ich sagen. Ich verstehe eure Beweggründe, aber es ist kein Vergleich. Also kannst du es entkräften, dass das gleiche ist, wie wenn es ein Tourist ist. Ja, weil bei uns werden sie quasi verpixelt. Wir haben ihre Daten nicht, wir wollen ihre Daten noch gar nicht. Wir sind nicht der Staat. Wir verlangen nicht, dass sie sich ausweisen bei uns und erklären, wer sie da rennen. Wir respektieren sie als Bürger. Sie sind Steuerzahler oder arbeitender Mensch in Österreich, genauso wie wir. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das, was politisch gerade passiert und keiner von uns leugnet jetzt diesen Virus, nicht in irgendeiner Form in Ordnung ist. Und dagegen setzen wir von Zeit zu Zeit eine Aktion. Und das ist eine davon. Und wie gesagt, Sie können den Zettel gerne nochmal mitnehmen. Sie Zwischenfrage? Ja. Hallo? Wenn ihr mich als Bürger akzeptiert und respektiert, warum fragt ihr mich da nicht vorher, ob ich gefilmt werden möchte? Ihr habt es mir nicht gefilmt, habt ihr es eingeschaltet? Brauche ich nicht, weil wir ihr Gesicht verpixeln werden. Aber es ist kein Respekt. Das ist Respekt für unsere Nachkommen, ist uns da wichtiger. Er filmt, die Nachkommen sind eine Sache, aber es gibt da Menschen, die jetzt leben. Ja, und die Nachkommen sind aber wichtiger, als wir die schon ein Leben gehabt haben. Unsere Kinder, die jetzt noch leben, haben ein bisschen mehr Anrecht für die Zukunft. Die Kinder haben ein bisschen mehr. Recht haben sie durchaus, das verstehe ich auch. Warum löscht es da nicht? Wir nehmen ihnen kein Recht gerade. Aber dann löscht es doch gleich. Der junge Mann filmt ja eigentlich nicht. Gerade unser Gespräch ist ja ganz, ganz... Das sieht da halt rein und raus. Wie gesagt, sie werden verpixelt. Also wenn jetzt jemand sagt, er erkennt ihre Schuhe wieder, dann muss ich sagen, dann tut uns das leid. Aber wie gesagt, sie werden verpixelt und wir werden uns über die Personen, die hier rein oder rausgehen, nicht äußern, weil wie gesagt, das ist staatlich auf indoktrinierter 3G-Wahnsinn, der betrieben wird. Den heißen wir nicht gut, weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass man Grundrechte nicht durch Nasenbohren und nicht durch eine Injektion bekommt, sondern dass die eigentlich von der Verfassung und aufgrund der unantastbaren Menschenwürde und so weiter, Sie kennen den von Österreich ratifizierten UN-Zivilpakt, Sie kennen die EU-Menschenrechtsdeklaration, Sie kennen unseren Staatsvertrag und so weiter. Etwas würde mich interessieren, Micky, ganz normale Frage. Glaubt ihr, dass die Menschen, die darin arbeiten und die da mittun an dem System, sind das in euren Augen schlechte Menschen, die was Böses wollen? Verwirrte Menschen. Dass die wirklich dumm sind. Sie sind verwirrt. Das heißt noch lange nicht, dass sie dumm sind. Nein, sie sind nicht dumm, sie sind verwirrt. Ich glaube, dass das sowohl das eine als auch das andere sein kann, weil ich glaube, wenn man heutzutage bei einer blaulichtführenden Organisation wie der Feuerwehr oder der Exekutive oder dem Roten Kreuz tätig ist, hat man trotzdem seine eigene Meinung, wird aber als Teil dieser Institution eventuell instrumentalisiert, da irgendwas zu machen. Und wenn hier die Feuerwehr testet, dann glaube ich nicht, dass deswegen jeder Mitarbeiter bei der Feuerwehr ein Sympathisant dieser Maßnahmen ist. Ich glaube allerdings auch nicht, dass jeder Mitarbeiter der Feuerwehr das macht, weil er helfen will, sondern es wird einfach Menschen geben, die sagen, das ist halt jetzt aufgrund dieser Situation dazu auch genötigt werden, Arbeit zu behalten. Und ich bin da hingestellt worden, das zu machen und das mache ich. Ich mache das in meiner Freizeit, das ist nicht mein Job. Bitte. Zwischenfrage, ich verstehe das, dass ihr auch frustriert seid, aber seht ihr nicht, weil ihr Leute jetzt zum Beispiel das verwirrt bezeichnet, oder dass sie beim System mitmachen, das euch nicht gefällt, dass ihr die Gesellschaft spaltet. Gespalten wurden wir von der Gesellschaft. Obwohl das absolut, ich habe noch nie auf einer Demonstration wirklich einen Nazi kennengelernt. Eher auf der linken Seite, muss man sich ehrlich sagen. Das stimmt, völlig richtig. Es müssen keine Nazis sein, aber es ist so leicht für Bürger, ihr seid ja auch Bürger.
Ja, und wir wurden gespalten. Ich bin kein Bürger mehr, weil Bürger haben Rechte und meine Bürgerrechte werden seit 14 Monaten ganz stark eingeschränkt. Wollt ihr das wirklich verschlimmern? Das ist eh schon schwierig. Ja, wir verschlimmern es mal ganz sicher nicht. Die Verschlimmerung kommt von der Regierung. Auf einer Demonstration zum Beispiel, wir sind Aggressoren und so, das stimmt ja nicht. Wenn es uns nicht gäbe, würde die Regierung dennoch sofort fahren auf den Stand, wo wir heute sind. Daran sind nicht wir schuld. Na, schauen Sie, ich habe einen Reisepass der Republik Österreich, gleichzeitig einen Reisepass der EU. Als solcher Mensch bin ich eigentlich frei, meinen Wohnsitz, meine Arbeit und dergleichen im EU-Raum auszusuchen. Das kann ich aktuell nicht. Also wenn man mir den Vorwurf macht, ich spalte, ganz im Ernst, das macht unsere Politik, also im Flächendeckenden, durch ihre Corona-Politik, durch die einseitige oder großteils einseitige Berichterstattung und auch über die Diffamierung zum Teil dieser Szene. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gesagt sagen, es gibt Menschen auch in unseren Reihen, wo ich sage, der hat ein Weltbild, mit dem ich persönlich nicht klarkomme. Aber nichtdestotrotz, ich verurteile niemanden, der sich testen lässt, weil es ist seine freie Entscheidung. Ich stehle auch jedem die Freiheit zu, sich impfen zu lassen. Ich bin auch kein Impfgegner. Ich finde nur, dass dieser Impfzwang durch die Hintertür, wie er aktuell forciert wird, meines Erachtens noch verfassungsgesetzeswidrig ist und der Selbstbestimmung sowohl des Österreichers als auch des EU-Bürgers widerspricht. Und wenn man sich die Entwicklung in vielen US-amerikanischen Staaten anschaut und auch das Israel selbst als Paradebeispiel inzwischen diesen grünen Pass wieder auslaufen lässt, anschaut und wir und Deutschland die einzigen zwei Länder auf dieser Welt sind, die eine FFP2-Maskentragepflicht haben und in beiden Ländern aber jeweils die Regierung bzw. Mittelsmänner der Regierung fett mitschneiden, dann sage ich, dann ist das ein ziemlicher Blödsinn, nett getragt. Und dagegen stehe ich auf. Erstens ja mal eine gute Rhetorik. Meine letzte Frage ist, was ist aus eurer Sicht die Alternative, um die vielen, vielen Toten zu verhindern? Es gibt keine Toten. Es gibt keine Toten, das sind alles nur getestet, das sind alles Leute, die wurden durch Impfung. Da haben Sie aber recht. Das ist Genozid. Es gibt keine Übersterblichkeit. Schauen Sie einfach mal auf den Instituten der WHO, RKI, also auf den Universitäten noch. Wir negieren nichts, wir befassen uns auch nicht mit Verschwörungstheorien. Wir halten uns an den Studien von namhaften Universitäten, die ganz klar belegen, dass es keine Übersterblichkeit gibt, dass es vor allem keine Überbelegung auf den Intensivstationen gibt. Wo sind die Leute dann hinverschwunden, die 2 Millionen Toten, wenn es keine Übersterblichkeit gibt? Das ist die Frage. Was ist eure Alternative? Das muss erstmal die Frage beantworten. Das war die Frage, die ich gern beantworten würde. Sie werden festgestellt haben, kein Mensch ist auf die Straße gegangen, weil er gegen Händewaschen demonstriert hat. Niemand hat was gegen Händewaschen. Es sagt wahrscheinlich auch niemand etwas gegen einen Abstand. Worum es geht, ist, dass man festlegt, jetzt ist der Abstand 1 Meter, jetzt ist der Abstand 2 Meter, jetzt tragen wir ein Kleenex vorm Gesicht, obwohl es nachweislich nichts bringt, dann tragen wir eine Staubschutzmaske, die ebenfalls nachweislich und das steht sogar auf der Verpackung, nichts bringt. Gesundheitsschädlich ist. Das heißt, das, was wir machen, ich sage nicht, dass ich die Allheilmittel habe, aber das, was wir machen, Hände waschen, wird keiner auf die Straße gehen, wird niemand demonstrieren. Masken tragen, die höchst fragwürdig sind, da wird Widerstand entstehen. Es gibt aber auch explizit Fakten. Zumal im Arbeitszeitenschutzgesetz eigentlich ganz klar definiert ist, wie lange man so eine Maske unter welchen Bedingungen und so weiter tragen kann. Die Frage war aber auch mit der Sterblichkeit und... Moment, es wird im Moment mit Füßen getreten. Und was die Sterblichkeit angeht, wir sprechen im Moment alle immer von einer Pandemie. Österreich für sich betrachtet hat keine Pandemie, weil eine Pandemie ja staatenübergreifend über den Globus geht. Das heißt, Österreich selbst hat ja nur eine Epidemie. Auch nicht das. Und Moment, eine Epidemie wird festgelegt, und das ist nicht mein oder unser Standard, sondern wird festgelegt von der WHO, das geht bei 10% aufwärts an Erkrankten. So 15 bis 20%. Ich wäre dankbar, wenn man mich nicht unterbrechen würde. Wir waren jetzt quasi vor kurzem in den Genuss, dass unser Herr Bundespräsident, der sich als großer Schweiger in dieser Krise hervorgetan hat, und unser Bundeskanzler, über den ich nicht sagen will, als was er sich hervorgetan hat, 10.000 Verstorbene betrauert hat im Laufe dieser sogenannten Pandemie, und ich leugne keinen einzigen dieser Verstorbenen. Nur wenn man sich anschaut, dass Österreich 8,9, ich bin jetzt mal ganz mathematisch frech und runde auf, und sage, wir haben jetzt also roundabout 9 Millionen Österreicher, und dann sage ich, 10.000 sind verstorben.
dann rechnen Sie sich aus, um welchen Prozentsatz es geht. Es ist für jeden Einzelnen, der verstorben ist, wohlgemerkt an und mit Corona, natürlich mitunter schlimm, ganz klar. Es ist für die Angehörigen schade und traurig und ich verstehe also, das können wir bin einigen. Ich völlig bei Ihnen. Aber 99% der Bevölkerung mit willkürlichen Maßnahmen zu knechten, weil 1% betroffen ist und von diesem 1% wiederum ein gewisses Prozentzahl mortal, sprich letztendlich das Ganze nicht überlebt, das ist ein bisschen heftig. Schwere Vorerkrankungen haben. Wenn das 1% jetzt Ihr persönlicher Lebensgefährtin oder Partner oder Oma oder Opa ist, würden Sie dann immer noch sagen, den Opfer macht, die Person Opfer macht, damit die anderen können. Diese Menschen haben eine schwere Vorerkrankung gehabt, meine Herr. Entschuldigung, aber der Herr hat jetzt mir eine Frage gestellt. Aber ich möchte auch das erwähnt haben. Ich bin vermeintlich selber jemand, der das eine oder andere kleine gesundheitliche Manko hat, das unter gewissen Umständen meine Lebenszeit verkürzen kann. Damit kann ich leben und ich habe auch in meinem Umfeld sehr früh junge Menschen durch Gewalt oder auch durch Unfall verloren. Ich bin mir darüber bewusst, dass der Tod zum Leben gehört. Natürlich wäre es schön, wenn diese Menschen noch da wären, aber meine Großeltern sind lange vor ihrem 80. Geburtstag verstorben und das hat man damals hingenommen. Da war nicht die Hebamme schuld, da war nicht der Hausarzt schuld, da war niemand schuld, weil alte Menschen damals, das war das normale Empfinden, irgendwann mal ihren Zenit erreicht haben und irgendwann diese Welt verlassen. Und junge Menschen, Partner, Kinder, die das sind aber unter 0% Bereich. Ich bin Opfern, nur damit sie kann was ich, nein, nein, ich opfere niemanden. Ich opfere niemanden. Die Tatsache in meiner Sicht ist die, dass ich sage, ich bin für die Selbstbestimmung des Bürgers. Wenn heutzutage jemand sich fürchtet, dann soll er sich zu Hause hinsetzen, soll das Fenster schließen, das mit Powertape abbiegen, soll eine Warnweste tragen, einen Helm mit Drehlicht tragen und von mir aus einen ABC-Schutzanzug. Das ist seine Freiheit. Ich werde auch darüber nicht spotten. Ich denke mir meinen Teil, aber es ist seine Freiheit. Wenn man mir allerdings aufzwingt, dass ich das so zu machen habe, weil der sich fürchtet, dann geht dessen Angst in meine Privatsphäre. Das ist dasselbe, wenn ich heutzutage rein theoretisch sage, ich gehe klettern und ich stürze ab, dann erwarte ich nicht, dass irgendein Bergrettungsmensch sein Leben gefährdet, um mich zu retten. Das ist meine Einstellung, weil ich muss ja nicht in der Wand hängen. Wenn ich es mache, kenne ich mein Risiko. Genauso, wenn ich surfen gehe und ich sage, mich erwischt der Hai, ja, das ist das Leben. Ich kann jetzt nicht sagen, ich pille jeden Hai in unseren Weltmeeren, nur weil einer sterben könnte. Und diese Null-Covid-Politik und dieses, wir brauchen jetzt Inzidenzien von, 25, nein, doch lieber 20, nein, doch lieber 15 und aufsperren dann mal dann bei minus 15. Das sind Zahlenspiele, so wie es auch da drinnen bemerkt ist. Und das menschliche Immunsystem als auch das menschliche Empfinden leidet unter dieser Distanzierung, leidet unter dem Kontakt mit Menschen, leidet aber auch unter dem Kontakt mit Keimen, weil wir durch diesen Schutz vermeintlich alles auszulassen, plötzlich wieder ein Immunsystem schaffen, das für andere Viren, und das ist belegt in The Lancet, steht auch da drin, plötzlich wieder anfällig sind, wo wir normalerweise geschützt sind. Zwischenfrage an euch alle, jetzt einfach von Mensch zu Mensch. Was müsste passieren, damit ihr sagt, okay, ihr denkt so um, ihr seht es anders. Also ihr geht es von der Meinung, die ihr jetzt habt, ab. Was müsst wenn ihr jeder von uns, wirklich in jeder kennt, der sagt, okay, daran verstorben wir ist. Wir haben uns getäuscht. Wenn wir über die Leichenberge steigen müssten, wie es bei einer Epidemie und Pandemie einfach läuft. Ich habe eine medizinische Ausbildung hinter mir. Ja. Ich kann es Ihnen noch ganz klipp und klar sagen, wenn schon schwerst Vorerkrankte mit Krebs, Endstadium, Diabetes, die in dieser großen Rechnung von den 0,0183%, die was dann wirklich sterben, ja, drinnen stecken, ja, in diesem Promillbereich, dann kann ich nicht sagen, der ist jetzt an den Grippevirus gestorben. Dann hat er eine schwere Vorerkrankung gehabt. Und Kinder, weil sie gesagt haben, sie haben auch gesagt, ob wir das verantworten können, wenn unsere jungen Kinder sterben. Kinder fallen gar nicht mal statistisch in dieses Schema hinein. Ja, es ist ein Schema, wo schon Jahre zuvor die Menschen an Grippe gestorben sind, nur jetzt einfach hochgerechnet wird. Was muss geschehen? Könnt ihr euch generell vorstellen, dass ihr von eurer Meinung abweicht? So. Ja, wenn die Malaria hier ins Land eintreten würde und dann wir in die Leichenberge steigen müssten, sehr wohl. Aber nicht, wenn ein Promillbereich
sowieso also, stirbt, meine, wie schon die Jahre immer zuvor, nur jetzt eben hochgebauscht also wird. Die Auswirkungen so arg sichtbar schauen werden. Kinder nehmen also, sie jetzt schon das Leben. Wenn man Gastronomie sterben, wenn man Kaufleute sterben. Sie würden von Ihrer Meinung untersteigen, wenn die Auswirkungen von Corona so stark sichtbar werden, also dass, wirklich dass man von einer Epidemie und Pandemie sprechen kann. Verstehe ich das richtig? Wenn man von einer Pandemie sprechen kann, aber das kann man derzeit nicht. Eine Pandemie wurde ja vor Corona ja immer erst dann ausgerufen, wenn eine Pandemie ja wirklich zahlenmäßig und faktenmäßig vorhanden war, was jetzt nicht der Fall war. Ja, ja das haben wir schon geklärt. Ja. Tatsächlich ist aber das noch mal die Frage. Können Sie sich vorstellen, von der Meinung her, wenn es soweit wäre, aber wenn man Ihnen irgendwas vorlegt und sagt, ja, das wird man unterschreiben. Natürlich. Generell vorstellen. Oder sagt sie, egal was daherkommt, das würden wir unterschreiben. Aber de facto ist es nicht so. Und es ist wirklich die Wahrheit. Dann würden sie. Ja, aber ich sehe leider Gottes, ich habe Kontakte zu Ärzten, zu Krankenschwestern, zu Altenpflegern, ich habe Kontakte. Und wenn ich sehe, was passiert nach dieser Impfung, wie viele Menschen sterben. Nur ein Beispiel, ich sage jetzt nicht, wo das Altersheim in Salzburg ist, aber 50 Bewohner nach der Impfung innerhalb von Wochen, 35 verstorben. Wir schützen die Alten. Und so eine Impfung soll ich jetzt meinem Kind, meinem 12-jährigen Buben geben? Wer könnte Sie überzeugen? Wenn Sie sagen, Sie recherchieren Daten. Wenn die Leichen da wären. Wer ist das, ein Arzt oder wer ist ein Institut? Gerichtsmediziner selbst haben noch keinen einzigen Covid-Fall entdeckt. Schauen Sie vom Gegenteil überzeugen. Wem würden es noch glauben? Wenn evidente Studien dafür da wären, würden wir das glauben, aber diese evidenten Studien gibt es nicht. Ich bin Salzburger und ich habe mit 1. April des letzten Jahres angefangen zu sagen, Österreich wird ein bisschen in den April geschickt. Für uns alle war diese Corona-Situation neu. Dass es Coronaviren gibt, wussten wir, bestreiten wir auch heute noch nicht. Dass diese aktuelle Variante und ihre Mutanten mitunter für gewisse Personengruppen, Vorerkrankung und so weiter, schlimme Verläufe und auch den Tod bringen können, bestreiten wir auch nicht. Was wir allerdings bestreiten, ist das vermeintliche Ausmaß dieses Dramas. Also wir sagen, es ist keine Epidemie. Wir sagen, es betrifft 99% der Leute nicht. Und diese 99% der Leute trotzdem einzusperren. Noch viel weniger. Und herzugehen und zu sagen, ja, ich darf mit 68 Haushaltsfremden im Kreis fahren mit einer Maske. Wenn ich dann allerdings da vorne in den Tabaktrafik gehe, und theoretisch mache ich nicht, weil ich rauche nicht mehr, aber wenn ich mir da drinnen Zigaretten kaufe, dann darf ich da nur Allah rein, weil wenn ein zweiter Kunde mit in den Laden geht, sterbe ich. Ich darf aber dann, wenn ich meine Päckchen Zigaretten gekauft habe, wieder mit 68 Haushaltsfremden im Kreis fahren. Ich darf aktuell. Das juckt die Politik gar nicht, wenn die so schädlich sind, die Zigaretten. Ich darf mit 4 Leuten im Moment indoor in die Gastronomie, in einem Fitnessstudio. Ich muss 20 Quadratmeter für mich allein haben. Ich darf aber mit der vollen U-Bahn ins Fitnessstudio oder zum Wirten fahren. Das ist einfach unlogisch. Aber genauso wie Öffnungszeiten um 22 oder um 21 oder um 14.35 Uhr Bullshit sind. Ich verstehe, dass Viren mitunter nach Jahreszeit klimatisch bedingt ein bisschen anders agieren. Aber zu sagen, so der Virus hat jetzt auf die Uhr geschaut und der weiß, es ist jetzt Freitagabend 22 Uhr, das kann mir kein Professor Drosten, auch wenn er ein Virologe sein mag, und kein anderer vorhüpfen. Und ich habe, um auf Ihre Frage von zuerst zurückzukommen, ich wäre dumm, wenn ich meine Meinung nicht revidieren würde, wenn etwas Dementsprechendes passieren würde. Nur ich habe Freunde, die in Ischgl waren, als das Problem dort war. Ich habe aufgrund meines Berufes, den ich normalerweise ausübe, sehr viel Kontakt zu Menschen und habe über diese sozialen Medien und über Telefon in meinem Bekanntenkreis gefragt, wer ist aller betroffen, wer kennt wen und so weiter. Und ich habe tatsächlich bis zum heutigen Tage 10 Fälle, die positiv waren, 2 davon mit leichten Symptomen, inzwischen wieder gut. Und einen, den hat es zugegebenerweise, obwohl er keine 80 Jahre alt ist, ziemlich heftig erwischt. Der ist aber inzwischen auch wieder hergestellt. Ja? Und ich bestreite auch, wie gesagt, nicht, dass dieser Virus oder seine Mutationen mitunter töten. Nur ich bezweifle zum aktuellen Zeitpunkt, dass das in dem Ausmaß passiert. Und wenn man sich die globalen Öffnungsschritte überall anschaut und die Entwicklungen in den USA anschaut, was dort passiert, was man uns ja medial meistens nicht mal zukommen lässt von den Medien, dann geht das in eine ganz andere Richtung. Das heißt, das, was aktuell gerade passiert, da geht es um Kontrolle. Wenn ich mir anschaue, dass in diesem grünen Pass die Arbeitslosigkeitszeiten
die Einkommensstufe und so weiter mit einspielen sollen. Dann sage ich, dann mag das für Statistiken und so durchaus nett sein, aber ganz im Ernst, das hat einen Gesundheitsminister nicht zu interessieren, ob er ein Land zusperrt, weil jemand gearbeitet hat oder weil der vielleicht öfter in Krankenstand war. Das geht ihm nichts an. Das hat für dieses virale Ding nichts zu tun. Und da denke ich auch, beim Thema Datenschutz können wir uns durchaus einigen. Ich habe Ihnen auch gesagt, Sie werden verpixelt. Ich gebe Ihnen meine Hand drauf, sofern Sie sie nehmen. Weil Abstand, ja, das ist so. Wie gesagt, es geht uns nicht darum, Menschen bloßzustellen, sondern wir filmen das im Sinne von, dass diese Aktion dokumentiert wird. Sie sind dabei jetzt nur weitestgehend ein Passant. Das wäre dasselbe, wenn ihr bei einem Eiscafé stehen würde und ich würde das Eiscafé anpreisen und Sie stehen im Hintergrund und kaufen ein Eis. Dann wären Sie da auch drauf. Ja? Da müsste man mich genauso fragen, ob mir das recht ist oder nicht. Aber passt schon, ich vertraue euch. Im öffentlichen Raum, auf einem Gehsteig, wo Sie vorbeigehen oder auf einem öffentlichen Platz. Ab einer gewissen Menge, aber einer gewissen Personenmenge, stimmt schon. Wenn ich zu Ihnen gegangen wäre und jetzt gesagt hätte, darf ich Sie fragen, warum gehen Sie da rein, dürfen wir ein Interview führen, dann hätten wir Sie gefragt. Aber an gewissen Menge muss man nicht fragen. Hier müsste man fragen, noch einmal, aber ich vertraue euch, dass ihr es verpixelt. Ja, weil wir haben auch, nichts davon, sie in einer Form bloßzustellen. Ja, absolut. Mir geht es auch nicht darum, mit euch zu streiten oder euch irgendwas anderes zu überzeugen. Ich bin dankbar um jeden Bürger, mit dem man sich unterhalten kann. Sie haben teilweise, gerade zum Thema Datenschutz, die berechtigte Bedenken. Sie haben auch teilweise vernünftig mit dir argumentiert. Wir werden uns in der Sache nicht einigen. Ich bin anderer Meinung, als ihr das seid. Aber wichtig ist nur, dass man das, was sich gegen gegenseitig nicht fertig machen. Auf jeden Fall. Also dass ihr auch in dem, wie ihr agiert, jetzt nicht die Leute angeht, die eh nichts dafür können, auch die Leute, die mitarbeiten drinnen, die können in Wirklichkeit nichts dafür. Die wollen ja was Gutes tun, die machen ihren Job. Ob sie was Gutes tun wollen, weiß ich nicht. Ich sehe das ganz sachlich. Ich bin immer 100% sicher, wer ist in der Situation, dass er zu einer Situation beiträgt, weil er einfach gerade in einer blaulichtführenden Organisation dafür eingesprochen wird. Ich habe selber Leute, die beim Roten Kreuz sind, die weitestgehend mit mir übereinstimmen, die aber sagen, ich bin da jetzt halt gerade Covid-bedingt in einer Teststraße eingeteilt und ich mache das halt. Ja. Ich habe sogar einen Freund von mir, der hat seine Arbeit verloren, der arbeitet, obwohl er gar nicht mit der Chor geht, der arbeitet auch in einer Teststraße, weil er sagt, ja, das bringt halt aktuell ein Geld. Ja. Also ich greife sicher niemanden an, weil der sein Leben wird. Wen ich angreife, und das tatsächlich ist unsere Politik, weil die wird von unser aller Geld bezahlt, das ist unser Geld, die arbeiten offiziell als unsere Interessensvertreter und ich sehe weder meine noch ihre Interessen vertreten. Ich sehe ihre auch nicht vertreten, weil wenn sie sagen, es geht ihnen um ihre Gesundheit, dann ist das ihr gutes Recht und ich verstehe das absolut, aber dann sollte es ihnen freigestellt sein, sich testen zu lassen, wenn sie das möchten, sich impfen zu lassen, wenn sie das möchten, aber nicht die gesamte Bevölkerung damit zu drangsalieren. Und es müsste ihnen auch freigestellt sein, theoretisch, dass sie entscheiden, mit welchem Impfstoff und dergleichen. Und das wird alles nicht gemacht. Und das ist meines Erachtens noch schon eine Form, über den Bürger hinweg zu reagieren. Da bin ich jetzt tatsächlich anderer Meinung. Nicht, weil ich jetzt auf heute Regierung bin, sondern weil ich einfach sehe, die haben auch keinen Zauberstab. Aber ich will jetzt gar nicht darauf einsteigen, sondern ich bin froh, dass wir uns auf ein paar Punkte einigen können, wo wir gleicher Meinung sind. Ja, auch wenn wir im Prinzip unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist ja schon das einmal. Das müssen ja, wie gesagt, auch gar nicht alle Menschen derselben Meinung. Das wird nie passieren und das wäre auch ein bisschen langweilig. Aber es ist immer schön, wenn man jemanden trifft, mit dem man sich eben auch unterhalten kann. Und wenn ihr offen seid, sagt ihr Gegenmeinungen. Ja, und die Leute nicht fertig machen. Wir gehen auf die Straße für Meinungsfreiheit. Es wäre sehr krude, wenn ich jemand anderem dann seine Meinung nicht zugestehe, nur weil es vielleicht nicht die meinige ist. Genau, so ist es. Alles Gute. Danke. Schönen Tag. Und was zum Alternativ informieren. Danke. Okay. Aber das weißt du. Hier sage ich, die brauchen definitiv einen Test. Aber ich werde die Aktion jetzt abbrechen. Ja, das war ein super Highlight am Schluss. Wir haben den Mann da jetzt mitgebracht. Das war ein Geschenk am Schluss. Nein, also ich wollte dich auch nicht in dem unterbrechen, nur die Problematik ist, wenn drei Leute reden. Jetzt hat dann noch quasi der Wolfgang, ja, aber du weißt. Bis wir warten, bis du auf den Punkt kommst, dann muss man nochmal auf die Zwischen grätschen. Ja.
So, somit sind wir jetzt bei der Teststraße hier fertig. Wie schaut der Tag jetzt heute noch aus? Somit komme ich jetzt mal aus dem Anzug. Hält dich raus. Der packt jetzt einmal die verbliebenen Zettel, nachdem wir jetzt hier abbrechen, nachdem wir ein interessantes Gespräch mit einem aufgeschlossenen Salzburger hatten. Wenngleich er auch nicht in allen Punkten bei uns war, so war er doch zumindest bereit, sich das eine oder andere Argument anzuhören. Und das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und der total richtige Schritt in die richtige Richtung ist jetzt da rauszukommen, weil dann meine Körpertemperatur eventuell und hilft beim Auszug. Es ist ja hervorragend, wie er den Fettnamen zu und gut ist. Dennoch so ein Corona-Leute. Wo kommt die Corona? Ich glaube, ich hätte mein Video, dass ich da quasi so eine knechtenswerte, maskentragende, demütige Frau so bleiben lasse. Ich habe die perfekte Assistenz gefunden beim Erwin. Scheiß auf die Mädels, der legt Sachen, der bringt. Ja, das muss ja dann gar nicht sein. Du deckst ja schon die anderen zwei Drittel ab. Reserveakku da. Ja, dann hätte ich. Möchtest du anmoderieren? Wir haben jetzt ein kühles Heineken, also wichtig ist, es ist kein österreichisches Bier, weil die österreichischen Brauereien ja dank der fulminanten 22-Uhr-Regelung jetzt eh wieder Alkohol auch in der Gastronomie und in Events verkaufen dürfen. Wir unterstützen einstweilen trotzdem noch Corona, Heineken und auswärtige Firmen. Und das ist gesponsert worden. An dieser Stelle danke dem Sponsor, das werde ich mir jetzt gönnen. Und dann werden wir uns frisch gestärkt, nachdem es ja noch früh am Tag ist, wir haben es jetzt gerade mal kurz nach 14 Uhr, noch in ein weiteres Testzentrum in Bewegung setzen und schauen, was man dort noch erleben kann, weil dann hat man den freien Tag dahingehend vollends genützt. Und ja, vielleicht gibt es dann heute Abend noch, wenn noch Geld überbleibt, ein schnelles, maskenloses Einkaufen im Europark. Und dann haben wir eigentlich einen freien Tag im Leben freier Bürger ganz nett dokumentiert. Und damit bin ich jetzt mal wieder raus. Prost zu Hause an den Bildschirmen. Also aller guten Dinge sind drei, nachdem wir uns dann wieder einblenden werden, werden wir uns in der Hellbrunner Teststraße wiederfinden. Prost, Mahlzeit. Ja, da hat man vorher die Leute getestet am Mozartplatz. Also haben sie freiwillig testen lassen. Und jetzt statt die ganzen Testkabinen, was da einbaut gehabt haben, haben wir jetzt Musik. Werbeflächen gefunden. Also jetzt kann sich die Musik bewerben, was sie jetzt 2 Jahre lang nachholen hat. Allerlei verschiedenste Sachen. Aber naja, somit sechs sind die Getesteten, was sie jetzt danach auch impfen haben lassen, fit für die Musikvorschau.